einmal in einem Programm von Jürgen von der Lippe gesessen hat, der kommt nach 2,5 Stunden wieder raus und hat sich scheckig gelacht. Mehr kann ein Komiker nicht schaffen. Mein Vater war ein strenger, aber gerechter Mann. Er nahm mich nicht einfach und verprügelte mich. Nein, er band mich in sein pädagogisches Konzept mit ein. Und dann nahm er mich und verprügelte mich. Aber auch während der Züchtigung riss die Kommunikation zwischen uns nie ab. Er plauderte mit mir, stellte kleine Quizfragen wie: Wie oft hab ich dir gesagt? Und dann kam das Schlimmste. Er verlor sein Gedächtnis. Er wusste nicht mehr, wer ich war. Er sagte: Wer glaubst du, wer du bist?